Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eldarim, zu einem neuen Adventskalender natürlich mit dem Zwergenfürst. Was ihr hier seht, ist meine private, ja ganz private, persönliche Weihnachtskrippe. Ja, die werde ich heute mal in diesem Video aufbauen. Ja, das ist jetzt schon die Version, wie sie aufgebaut ist. Ja, ich würde mal sagen, viel Spaß mit diesem Video und ja, bleibt doch dran und bis gleich. Wollen wir mal unter das Sofa gucken? Hier zu den Staubflusen runter. Ja, hier der Kabelsalat. Der schöne Kabelsalat hier. Nicht zu lange da drauf, aber darum geht's. Hier habe ich ein paar Kartons. Und das ist das Schöne. Hier, darum geht's. Und diesen Schuhkarton, da sind so kleine Knöllchen drin. Ihr könnt euch denken, was das ist. Und ja, der Karton hier, der wird gleich, ich hoffe, ihr könnt es sehen, der wird hier erstmal entstaubt. Der wird heute noch zur Krippe umfunktioniert. Ja, alles ganz spartanisch. Ihr werdet es schon sehen. Passt auf jeden Fall. Ja, dann switche ich mal dort drüben hin, wo jetzt gerade der Adventskalender ist und so eine schöne Elbenwalztüte. Da werde ich das Ding mal aufbauen. Ja, los geht's, würde ich sagen. Holen wir die Sachen hier raus und packen sie dorthin. Auf geht's. Da habt ihr heute meine schönen Unterschenkel im Bild. Und ja, erstmal alles wegräumen, was ja nicht unbedingt sein muss. Der Adventskalender hier. Das Stativhüllenteil ist erstmal weg damit. Da ist bestimmt gerade was zerrissen. Und die schöne Elbenwalztasche. Das ist keine Tasche, ist ein Beutel. Jo. So, Platz schaffen für die Krippe. Die kommt aber dann bestimmt wahrscheinlich dorthin, wo der Adventskalender gerade steht. Ihr könnt ihn bestimmt nicht richtig sehen, aber er steht gerade dort. Ja. Da kommt dann wahrscheinlich auch die Krippe hin. Aber ja, ich stelle sie erstmal hier hin. Heu, ist eine gute Frage, wo kriege ich denn jetzt Heu her? Früher hatte ich mein Meerschweinchen, da habe ich das hier so ein bisschen mit Heu und Streu vollgepackt. Ja, soll ich mal ein bisschen schwenken? In der Ecke, da stand mal ein, da wo der Adventskalender gerade steht, jetzt könnt ihr ihn sehen. Dort im Eck, dort stand mein Meerschweinchenkäfig. Steht da jetzt nicht mehr, weil Meerschweinchen tot, Klappe zu und ja. Darum soll es aber heute nicht gehen. Ja, müssen wir es halt irgendwie anders organisieren. Das tut mir jetzt leid, daran habe ich nicht gedacht. Aber ja, vielleicht kann die Krippe ja auch ohne Heu und Stroh leben. Dann liegt das Kindchen halt nicht mehr auf Heu und auf Stroh. Oh, hier gleich das erste ausgepackt. Hier ist ein kleines Unboxing heute hier. Gleich zu Beginn hier mal den ersten König. Na, die kommen jetzt eigentlich als letztes in die Krippe. So, hier haben wir, wen haben wir hier? Das, nein, das, nicht das Schaf, das ist ein, das ist Ochs. Ochs, der kann schon mal hier hin. Wunderschöne Krippenfigürchen, die habe ich mal geerbt. Also nicht wirklich direkt geerbt, aber da hat mal irgendwie eine Verwandte mal geerbt und hat gesagt, ich kann damit nichts anfangen und ich habe gesagt, ja, ich habe noch keine Krippe, ich will unbedingt eine Krippe haben und ja, dann habe ich so sozusagen auf zweitem Grabe gerade geerbt. Ja, kann man das erzählen? Ja, kann man erzählen. Oh, der zweite König, das muss der Melchior sein. Stelle ich mal wieder hier hin. Über die Krippenfiguren an sich muss ich ja nichts mehr erzählen. Dazu schaut euch bitte den 6. Dezember an. Mein Adventskalender-Türchen. Da kam ein wunderschönes Video mit dem Klaus. Und dann, da wurden die ganzen
Figürchen ordentlich besprochen. Vielleicht kriege ich im Laufe der Zeit jetzt auch noch irgendwo Heu her. Aber ja, jetzt erstmal wird das nicht. Der Engel. Das sind doch so alte Figürchen. Das sind so wunderschön alte Krippenfiguren. Aber ich finde es irgendwie schön. Zur Weihnachtszeit passt das irgendwie. Ja, man sieht es ihnen an. Die sind schon irgendwie ein bisschen älter. Sind auch irgendwie ein bisschen abgenutzt. Aber ja. Der Engel kommt hier immer in die Mitte. Guckt dann so ein bisschen auf das Jesuskind runter. Immer so schön eingewickelt in. Ja, was ist das? Küchentuch und das Taschentuch. Und der Esel. Ochs und Esel. In der Krippe. So. Ja, den da auch noch hin. Ja, ich erinnere gerne an den Adventskalender 2016. Auch am 6. Dezember mit Klaus. Wer bin ich? Spiel. Ja, so viel zu Ochs und Esel. Die Maria muss natürlich auch in die Krippe, die darf in der Krippe nicht fehlen. Ich glaube, zur Rechten sitzt sie. Oh, ein Stern, der zwar nicht meinen Namen trägt, aber trotzdem manchmal hier oben schwebt. Hier habe ich schon so einen kleinen Stern angebracht. Ja, irgendwie so ein bisschen kann man auch hier so hinstellen. Passt irgendwie, leuchtet dann im Dunkeln und nervt schön beim Schlafen. Den Hirten. Ja, das sind wirklich alte Figuren. Die sind auch, glaube ich, teuer. Ich habe mal nachgeguckt im Internet, mal auf eBay oder sowas oder auf Amazon. Mal nachgeguckt. Ein bisschen Staub entfernen noch hier. Ist noch nicht ganz entstaubt. Sorry dafür. Auf Amazon kosten die Figuren, glaube ich, einzeln. Schlag mich tot, ich glaube. Ich will jetzt nichts Falsches erzählen, aber ich habe, glaube ich, schon unter Umständen Preise für 70 Euro pro Figur gefunden. Das sind schon arschteure Figuren, also sind nicht gerade billig. Ist eine wertvolle Krippe. Achso, jetzt habe ich den Hirten natürlich an Josefs Stelle gestellt. Das ist natürlich falsch. Der gehört da nicht hin. Wollen wir sich falsch einprägen? Nein, nein, nein. So. Das Heu ist dann natürlich noch viel schöner. Das sieht dann richtig schön aus mit dem Streu und dem Heu unten drin. Das war jedes Jahr wieder eine gute Sache, aber ja, da habe ich jetzt natürlich nicht dran gedacht, dass das dann natürlich entfällt, wenn man keine Meris mehr hat. Und der dritte König von den drei heiligen Königen. Hier. Ja, die stehen hier schon mal neben der Krippe. Und ja, zu guter Letzt, last but not least, das Kind in der Krippe. Das Jesuskindchen. Ja, so eine kleine Krippe gehört sich bei mir immer mit dazu. Die steht auch immer so ab dem zweiten, dritten Advent in meiner guten Stube drinnen. Ja, eben drei Könige noch dazu gestellt. Ich werde mal gucken, ob ich irgendwo Heu bekomme, weil das sieht wirklich noch so ein bisschen leer aus in dem Pappkarton. Ich fand wirklich mit dem Heu noch, denkt euch mal ein bisschen Heu dazu. Das sieht wirklich phänomenal aus mit dem Heu. So auch so ein bisschen, ja, eine Pappkarton passt. Dann hier die Landschaft davor noch mit Heu ausgefüllt, dass das Schaf auch so ein bisschen auf dem Heu rumlungern kann und sich vielleicht so ein bisschen im Heu verstecken kann. Kann man dann auch noch so hügelmäßig daraus was machen und ein bisschen aufrichten, weil das bietet es ja an hier mit dem Pappkartonsteils. Und ja, grenzt das Ganze auch schön ab. Ja. Ja, mal natürlich diese Sache hier mal weg, wo man dann wieder, wenn es eingepackt wird. Ja, was. Ja, da liegt es das Kindlein auf Heu und auf Stroh, ja, oder halt auch nicht. Vielleicht in Zukunft dann mal. Ja. Ist doch eine ganz schöne Sache. Sieht doch sehr praktisch und sehr toll aus.
Dann würde ich sagen, wenn es euch gefällt, Däumchen nach oben für dieses Video. Lasst auch ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ja kein weiteres Video mehr mit dem Zwergenfrist verpassen wollt. Morgen geht es dann weiter mit einem anderen Video meines Adventskalenders. Ja, haut ihr rein, gehabt euch wohl. Ja, bis morgen. Ciao, ciao.